Jo, schönen guten Tag, der Eris wieder. Wir spielen Crusader Kings 2. Wir sind bei König Conall, dem Glorreichen von Irland. Ja, und er hat Großpolen den Heiden entrissen. Also wir brauchen jetzt hier, die brauchen jetzt gar nicht so einen Aufriss machen. Fakt ist, wir sind die Retter der Polen. Wir werden ihnen jetzt den katholischen Glauben wieder zurückbringen. Und ich habe hier einfach mal schön reingehauen und haben uns Großpolen unter den Nagel gerissen. Neumark gehört zu Ferrara. Ja, das Problem ist, dass ich hatte für unsere Söhne tatsächlich sehr, sehr, sehr schöne, wer auch immer du bist. Echt? Du willst die Tochter vom Herzog heiraten? Das ist ja, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Na gut, dann musst du das machen. Prinz Asyuk hat gar keine Gattin mehr. Das ist echt so ein bisschen schwierig. Die Gräfin von Gower von Desmond, Essex-Prinzessin von Friesland. Ja gut, ich werde das in Zukunft mal wieder anders machen. Ich darf den Kindern nicht so frühzeitig Titel geben, dann funktioniert das mit der Heiraterei nicht. Egal, der Rat von Ninian war die Motivation, die ich brauchte, um wieder in Form zu kommen. Es war zuerst schwer, meine Ernährungsweise zu ändern, aber jetzt fühle ich mich viel besser und bereit, mich den Herausforderungen zu stellen, die Welt mir entgegensetzen könnte. Ich werde meine alten Kleider wegwerfen müssen. Ja, ihr sollt nämlich mehr essen. Ja, jetzt treten alle dem Verteidigungspakt bei. Mal schauen. Ja, wir sind bedrohlich. Das waren halt gleich vier Provinzen auf einmal. Das ist tatsächlich ein wenig viel gewesen. Aber das war wichtig. Ja, wir werden jetzt einfach mal den Ball flach halten und uns jetzt mal ein bisschen zurückhalten und dann wird das schon funktionieren. Da mache ich mir jetzt keine Rübe. Oh, da ist jemand gestorben an großem Stress. Aha, der Herzog von Meath wird jetzt eingebunden. Da haben wir wieder irgendwas rausgefunden. Nee, der Herzog von Leinster ist sehr gut. Hier gibt es welche, die wollen einen anderen König haben. Das ist natürlich traurig. Und die Erhöhung der Macht des Rates. In Tyrone sind Plünderer aufgetaucht. Das ist aber jetzt nie euer Ernst, oder? Na, ihr Plünderer, das habt ihr euch nicht so richtig gut überlegt, oder? So, wir bauen mal wieder ein bisschen an unseren Burgen rum. Dann fahren wir mal unser Gefolge nach Hause. Ja, und dann muss ich mal schauen. Also wir werden ja eh in nächster Zeit den Rat wieder befugen müssen, weil wir tatsächlich sonst so ein Problem kriegen, was das Vasallenlimit angeht. Also da wird es sonst ein bisschen arg eng. Also wir werden den Rat schon wieder ein bisschen ausbauen müssen. Aber das mache ich erst, wenn es soweit ist. Also das ist tatsächlich so ein Thema. So, Junior hat sich keine neue Frau gesucht. Ja, dann werde ich mal den Haken rausnehmen und werde sagen, kommt Leute. Heiratet, was ihr wollt. Das ist jetzt so. Dann ist es jetzt einfach mal so ein Thema, weil ich habe keine Ahnung. Er ist jetzt verlobt hier mit so einer Monsterischen. Das kann ich gerade eigentlich gar nicht so richtig ab. Aber na gut, was will ich machen, ne? In Monster regieren auch die McCartys. Wir können uns tatsächlich einfach nie leiden, weil wir Rivalen sind. Okay. Ja, England ist nach wie vor ein Thema. Lea, die Inquisitorin.
Sie ist jetzt echt verheiratet. Gottschalk Uy Eradan. Die haben einen Gottschalk. Der ist deutsch. Wieso ist denn der deutsch? Oh Gott, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, tut mir leid, alle wieder aufwachen. Das ist ja krass. Der Coinless, also der Kölner Abteilungsbereich, ist tatsächlich deutsch geworden. Plünderer sind in Desmond aufgetaucht. In Desmond. Und der Herz. Oh, gute Arbeit geleistet. Sehr gut. So, dann werden wir mal schnell wieder Plünderer jagen gehen, obwohl der Vorteil ist, die kommen nicht rein. Und meine Gattin ist nochmal schwanger. Ausgezeichnet. Sehr gut. Navarra hat König von Polen den Krieg erklärt. Ja, also ich glaube, Polen wird jetzt echt in seine Bestandteile zerlegt. Das ist so ein. Da ist nichts mehr zu holen, da wird nichts mehr. Ist noch Schweden. Okay, es gibt einen Nil. Germanisch, katholisch, also das ist schon alles höchst seltsam. Jetzt fällt mir gerade was auf, was ist denn das schon wieder? Och Gott, meine Gattin Königin Elfriss wird seit mehreren Tagen von hohem Fieber gepeinigt und ich habe gerade erfahren, dass sie Typhus, wir lassen den Hofarzt kommen. Lothar von Petershagen, Deutschland ist jetzt Tributstaat von König Connell der Glorreiche aufgrund der Erbschaft. Aha, König Lothar von Petershagen, der gibt einen neuen Deutschen. Was ist denn das bitte? Jawohl, die hat den König von Navarra geheiratet. Und hat eine Morna bekommen. Die hat einen schwachen Anspruch auf. Also hier diese Familien, die machen gerade ganz, 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 ganz eigenartige Dinge passieren hier. Also er ist, sie hat jetzt einen Prinzen und der würde dann Nachfolger auf Navarra. Nachfolger auf Herzogtum Brandenburg in die Grafschaft Havelberg. Und das würde dann dementsprechend auch verschwinden. Boah, was ist denn das jetzt hier? Wir haben jetzt hier echt so, da müssen wir dann. Statt Befehlshaber auszubilden, hat Mascha gegen sie gekämpft. Ja. Es herrscht ein großer Mangel an Disziplin. Und der Dschihad ist fehlgeschlagen. Sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir sind immer noch bedrohlich. Aber so Stück für Stück geht es wieder zurück. Es ist eine gute Tradition, ein paar Klatschbasen um eine schwangere Frau herum zu postieren, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt traurig. Ja, sie braucht vertraute Gesichter um sie herum. Ja, das machen wir. Wir holen ihr natürlich. Wir sind ja ein gütiger Herrscher. Es ist ja, Connell ist ja wirklich auch hier so ein wohltätiger, bescheidener, gütiger und tapferer Mann. Es gibt einen Verräter. Herzog Schorm, der Liederliche. Beweise. Gibt es denn wirklich irgendwas gegen mich? Führt ihn vor. So, wir brauchen einen neuen Kanzler. Haben wir irgendeinen Mächtigen im Reich, der das machen kann? Haben wir nicht. Dann nehmen wir mal hier den Abt. Und dann schauen wir uns das mal an hier. Unser Erzrivale.
Das ist tatsächlich. Aber wenn wir dem was entziehen, sind sie alle pissig. Aber wir können ihn ja da drin lassen. Den lassen wir jetzt einfach mal da eingekerkert. Und der kommt nie mehr raus. Ist ja unser Rivale. Insofern finde ich das gar nicht schlecht. Ja, wir müssen dann mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass hier unsere Reiche zusammengehalten werden. Oh, Lebusch ist bekehrt. Welch wunderbar. Oh Gott, jetzt kommt der Schluck auf. Welch wunderbare Nachrichten. Sehr gut, Meister Hofkaplan. Dann schicken wir dich direkt weiter. Ja, und Bjuken wächst und gedeiht. Und wir können hier nichts bauen. Aber hier können wir was bauen. Und wir können nach Leinster mag er mich etwa. Jawohl, wir können nach Leinster einen trinken gehen. Und wir haben noch einen Sohn, den nennen wir Connell. Das ist okay. Das ist sehr in Ordnung, das machen wir. Das finde ich gut. Wie es die Tradition verlangt, unterzog sich meine Frau. Ist sie denn immer noch krank? Nein, sie ist wieder gesund. Sie ist wieder gesund. Ihrer Verkirchlichung. Sehr schön. Und dann fühlte sie sich sehr viel besser und ich freue mich für sie. Jawohl, so ist das. Unser Hofkaplan ist gestorben. Nicht schön. Wen haben wir denn da? Den Abt von Elgin. Ein schlauer, gerechter, keuscher, schüchterner, geduldiger Mensch. Ja, das finde ich. Das sind alles Eigenschaften, die ich durchaus zu schätzen weiß. Dann werden wir den Herzog von. Ja, also ich denke, wir werden hier durch Erbschaften in nächster Zeit definitiv einige Probleme bekommen. Das wird definitiv ein Thema, dass hier wirklich Leute sehr, sehr komisch geplant, gedacht und geheiratet haben. Das müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie in die Kette kriegen. Mal gucken, ob wir das überhaupt in die Kette kriegen. Weil das sind durchaus, also wenn Navarra zum Beispiel Brandenburg erbt, wäre ein spannender Krieg. Ja, in Ossory sind Plünderer aufgetaucht. Und Macbeth macht Fortschritte. Ja, er kriegt ein bisschen Kriegskunst in Ossory. Ja. Ja, die hauen schon wieder ab, denke ich. Bevor wir da sind, ja, das dachte ich mir. Und wir haben, der Hofkaplan stürzt in meine Gemächer. Die Gräfin Dubgilla von Kalisch. Zeig mal her. Eine Waliserin. Lustbläschen. Ja, wir finden die auch nicht so doll. Heilige Lollardische Schrift, die Bibel zu lesen. Ja, dann werfen wir sie natürlich. Allgemeine Meinung. Ja, dann verbrennen wir sie. Da sind wir schmerzfrei. Oh, ein Gesandter von Papst Viktor III. Ist bei uns mit einem Vorschlag angekommen. Der Papst gewährt uns Absolution für unsere sündigen Sippenmorde. Ich bete meine Ave Marias. Aber natürlich, wir sind, also, das war ja aber nur im Namen des Herrn. Insofern klar, wir mussten den ja verbrennen. Also der konnte ja nicht, also Abtrünnige, das geht ja nur gar nicht. Das geht nicht. Plünderer sind in Kleidstil aufgetaucht. Und wir gehen ein Trinken. So, das ist doch mal was Vernünftiges. Oh, das ist aber eine große Plündertruppe, die da in Clydesdale angetreten ist. Da müssen wir noch ein paar Leute rausholen hier. Diese Tage des Zechgelages sind eine hervorragende Gelegenheit, einmal auszuspannen. So viel Lachen und intensive Gespräche in so kurzer Zeit. Ich fühle mich meinen Zechkumpanen eng verbunden, als ob wir bereits gute Freunde seien. Ihr seid mein engster Freund. Dass ich das nochmal über die Süd-Eradans sagen. Er möchte König von Irland werden. Na klar. Jawohl. Aber er ist mein bester Freund. Jawohl. Er hat einen schwachen Anschluss. Ja. Er möchte König von Irland werden.
Na, mein Freund, ob du dir das... Weiß ich noch nicht so richtig. Oh, was haben wir denn hier? Eine Nachricht. Sehr geehrter Halbbruder, Wirfingel von Naklo, ja. Wir schlagen vor, dass Helen McNeil und Thomas McNeil... Aha. Ja, das könnt ihr machen. Das könnt ihr machen. So. Oh. Jeder weiß, dass ich über ein Jahrzehnt damit verbracht habe, die Arbeit an meinem Buch zu dirigieren. Als mir heute endlich das Endprodukt präsentiert wurde, ich lächelte und konnte mein Gefühl von wohlverdientem Stolz nicht unterdrücken. Es war die harte Arbeit wert. Wir haben ein Buch geschrieben. Ja, die Könige von Irland schreiben gern und viel. Wir haben geschrieben den Kodex der Ui-Eradan. Qualität 3, Moralschaden, Moral der Armeen. Waffen und Kampftechniken. Ja. Also wir haben ein Kriegshandbuch geschrieben. Das ist schon... So, hier könnten wir eigentlich mal wieder... Marjories Bekenntnisse können wir wieder anmachen, denke ich. Das ist ja, also das ist ja unerhört. Ich bin echt am Überlegen. Ja, die heiraten alle irgendwelche absoluten Vollpfosten. Kleve. Gräfin von. Sind alle schon ganz alt. Von Petershagen. Ja. Wie ist denn eigentlich hier mal mit einem Bündnis? Ja. Sehr schön. Das können wir machen. Das finde ich gut. Ja, und ich werde diese ganze Ehegeschichte wirklich erst dann machen. Ja, Feiern und Zechen ist vorbei. Und die Ehen, unseren Scheiß, mache ich jetzt wirklich erst, wenn es soweit ist. Ja. Ja, will ich in das Bündnis ein. Beziehung zu Burgunden verbessert. Pakte. Königin von Serbien. Können wir hier... Die macht nicht mit. Die Gräfin von Surrey. Achso, ne, die sind alle gegen uns. Aber Silva von Eppenstein. Eppenstein sagt mir halt doch irgendwas. Das ist irgendwie, klingt das auch so nach. Die waren mal, irgendwas hatten wir mit denen mal zu tun. Ja, na klar, jetzt sind sie wieder abgehauen. Völlig klar. So. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Und da oben sind sie wieder. Großartig. Ah, wir könnten nicht mal wieder Burgstädtchen bauen. Sehr gut. Oh. Na, Neuigkeiten aus China. Nicht einmal ein unabhängiges Reich wie Turan wagt es, sich gegen Yin-Reich zu stellen. Faras II. Von Turan hat stattdessen friedlich zugestimmt, ein Tributstaat des Mittleren Reichs zu werden. Die Zeit wird zeigen, ob der großartige Kaiser wirklich begünstigt ist. Oder ein Tributstaat. Zeig mal her hier. So sei es. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist also, ja...
Ich soll nicht mehr mein Leben riskieren, aber es ist solch ein toller Nervenkitzel. Ja, das wird dann auch so bleiben. So, jetzt ist die Frage: Navarra. Herzog Gessen, der liederlich beschwert sich aus dem Kerker. Den stecken wir jetzt ins Verlies. Der kommt ganz runter. Und mit diesem Akt der Gnade werde ich die Folge beenden. Was ist denn hier eigentlich los? Lancaster gegen Nordumbrien. Spannend, spannend. Wir schicken mal die Truppen los und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.